Ja, ich sollte auch mein Mikrofon anmachen. Wäre zumindest von Erfolg gekrönt. Auch auf YouTube ein herzerfrisches Moin Moin und willkommen. Wie gesagt, ich habe vergessen, mein Mikro zu entmuten. Ich hatte nur gesagt, dass Steam gemeldet hätte, es gäbe einen Konflikt mit den Speicherdaten, dass in der Cloud ein Speicherpunkt von Samstag gefunden wurde, während halt, ne, der gestrige Speicherstand irgendwie auf heute datiert war, um 16 Uhr, obwohl ich das Spiel seit gestern halt nicht anhatte. Und ich war gerade im Überlegen, so, warte mal, 19:04 Uhr, kommt das hin, kommt das hin, kommt das hin? Aber ja, das kommt hin. Wir hatten ja gestern wegen Minecraft und Konsequenzen der KI früher aufgehört. So, heute ist aber Open End. Oder vermutlich so bis 22 Uhr wieder mal. Ist eine gute Zeit, 5 Stunden kann man machen. So, ab hier höre ich sowieso auf, regelmäßig zu reden. Gut. Was war noch zu tun? Stimmt. Sidequest, Mainquest. Zu erkunden gab es ja gestern nichts mehr, was mir gefallen hatte. Das war echt eine schöne Abwechslung. Wenn man dann nur questet, ist dann doch angenehmer. Ja, habe ich schon geöffnet. Den hatte ich schon offen. Sieht vom. Achso, okay, nee. Ich wollte gerade sagen, das sieht vom Leuchten her aus, als wäre da noch etwas, aber nein. Da war nichts mehr. So, da ist der richtige Weg. So, hallo lieber Geist. Na, wieder ein Yokai. Das Versteckspiel. Finde die Ursache für das Verschwinden. Da unten. Ja, entweder ist es ein Yokai oder es ist. Naja, der Kollege. Oh, hey, was geht ab? Eine Maschine im Verstecken. Ja. Und schon wieder hier. Ah, hallo. Ah, den hat man ja schon geöffnet. Wo kommt ihr denn auf einmal her? Da oben ist der Junge. Eigentlich ein bisschen unfair, dass ich die Geister sich dafür nutzen kann, aber naja. Hallo.
Wieso? Was? Ah, die ist auch schon weg, okay. Irgendwie fände ich es ja witzig. Ah. Kakurenbo, Boktachi no Kachi da ne. Kamikakushi to wa kankei nakatta mitai da ne. Das war's? Wo war denn der Questgeber nochmal? Der war doch hier irgendwo, oder? Oh, hallo. Okay, gut, dann brauche ich zum Questgeber nicht nochmal extra hinzulaufen. Ja, ehrlich gesagt finde ich das sogar ganz nice, dass halt mal auch was Irdisches dabei ist und nicht nur mal was Paranormales. Finde ich ehrlich gesagt ganz interessant gemacht. So. War's das? Da kommt jetzt irgendwas Besonderes oder so. Oh. Ne, ich hab voll Leben. Ja, mal hier durch. So viel zu essen. Sollte ich irgendwann mal nichts mehr haben, weiß ich ja, wo ich hin kann. Komm. Schade. Dann laufe ich halt. Nice. Nicht umdrehen. Ja! Na, geht jetzt Schild? Achso, das Schild, ja, das da oben war. Nee, das kennen wir schon. Okay. Ich wundere, weshalb mir die Katze so bekannt vorkam. Dann war ich mal ein bisschen auf den Dächern unterwegs. Übrigens ist auch immer Geld. Oh, hier ist eine Aufzeichnung. Die Aufzeichnung von Ned, in der er über Dale spricht.
Stimmt, Dale kennen wir noch gar nicht. Also der war halt auch nicht in der Vorgeschichte dabei. デールについて気になっている?今までこのレコーダーを経験が拾っている想定で吹き込んでいたけど、そうじゃない可能性もあると今更気づいたんだ。僕のことは大体どういう人間かわかるだろうけど、デールについては全くわからないよね。説明するとデールは、ああ、でかい、ヒゲが生えてる、以上だ。すまない、伝えようと思ったのだが、全く興味がわからなかった。近くにいる僕が興味ないんだ。君もないよね。 Also bin ich Dale, weil ich bin groß und bärtig. Nani Michixa Kutirunda. Isoganaito Yatsuno Mutsubodazo. Kirino Hasegenwa. Sokokara Nanse no Yashiroda. Ah, Warukata. Tokode, Erika Miskata Noga. Erika? Ja, Ima was soll doch Raja Naikarana. Tomokaku Isoge. Hm. Ach, da oben ist Verderbnis. Hier ist Geld um die Ecke. Wir waren hier ja schon mal. 302 bedeutet also eine Etage höher noch. Schauen wir uns erstmal hier um, bevor wir zum Schrein gehen. I have a bad feeling about this. Oh, eine Katze. Wer ist das denn? Zeitschrift mit Gratistasche. Also ich kenne ja schon, ich kenne ja einiges an Zeitschriften. Ich habe damals als wirklich als kleiner Perk so noch, ja, um die erste Klasse herum habe ich die Mickey Mouse gesammelt. Und da gab es ja immer so alle möglichen Gadgets und so, auch Yps mit Gimmick und so weiter. Das, ja, kennt man alles. Aber eine Tasche war nie dabei. Eine dünne Zeitschrift, zu der man eine edle Handtasche bekommt, die mehr wert ist als die Zeitschrift selbst. Seltsam. Man könnte meinen, eine dünne und eine Edeltasche wären eine seltsame Kombination. In Japan ist es jedoch nicht ungewöhnlich, dass einem Magazin ein wertvoller Gegenstand beigefügt wird. Ein attraktives Angebot für Kunden, aber der Ursprung dieser Praxis ist etwas rätselhaft. Eine Erklärung lautet, dass Verlage die meisten Einnahmen durch Werbeanzeigen erzielen, sodass eine Zeitschrift profitabler ist, wenn sie sich aufgrund einer hochwertigen Beilage häufiger verkauft. Auf jeden Fall ist es schwer, einem solchen Schnäppchen zu widerstehen. Vielleicht sollte ich mir was Neues suchen. Ja. Na, sagen wir mal hallo. Wenigstens habe ich das Relikt hier gefunden. Hier scheint jemand sehr viel mit Katzen zu tun zu haben. So eine Figur habe ich hier auch gesehen. In Ägypten wäre es auf jeden Fall ein gutes Zeichen, weil Katzen sind ja meistens so Schutztiere irgendwie in Ägypten, in ägyptischen Mythologie. Gemeinsam um die Katzen gekümmert, okay. Noch eine Katze. Futter? Habt ihr Futter? Ne, wir haben nur Hundefutter. Ich glaube das nicht mal.
Wer ist das? Rinko. Ja. Noch一人いる. Koiz. Biouin de mita so. Aizra no nakama da. Einer der Vasallen. やっぱり偽物だったってわけか。エリカって子を探しに来て敵に取り込まれたんだ。 Geh hinaus. Ah.私の正体はバレたみたいだな。そういうことだな。 Sag doch einer der Vasallen. もうだまし討ちの必要もないな。 ここに閉じ込めてあげるわ。 なんだ。 消えた。 どこかにいるはずだ。 探すぞ。 Oh. Backrooms oder was? Oh. Alice im Wunderland. Zu ihr gehen? Da oben ist Verderbnis, ne? Ne, da ist eine Alpha-Wand. Komm da nicht rüber. Ne, Alpha-Wand. Okay, ich muss hier lang. Mir war es nur wichtig, das rauszufinden. Hängt von dir ab. Das ist ja. Er macht auf jeden Fall Mut. Achso. Oh, danke. Ey. Alter, was? Okay, zurück kann ich. Oh, wollte gerade sagen, zurück kann ich nicht. Okay, das ist richtig. Das ist cool gemacht. Das gefällt mir. Boah, das ist so ein, wie so ein Hologramm ist das. Ich laufe einfach mal weiter. Oh Gott. Ja, was ist das hier? Sonst nichts weiter. Mich auch ehrlich gesagt gewundert. Boah, erinnert mich so ein bisschen an Anti-Chamber. Diese Spielereien mit. Wir sind wieder zurück in der echten Welt. Ah, ein Pentagramm. Oh, hab ich so richtig gemacht. Soto ni derareta. Rinko ga inai. Sagasu nda.
Ich suche den Park. Ach ja, stimmt, da, die war ja beim Barge. Die Frage, ob sie wieder die echte ist. Das heißt, sie war gar nicht tot, sondern vier Vasallen waren dabei, ne? Ed, Rinko, Erika, KK. Sind die vier. Die dienen alle Hanya. Und? Lass mich nochmal kurz überlegen. Weiterer Gedanke. Die sind an sich nicht richtig tot. Die Geister wurden nur von ihren Körpern getrennt und die Körper wurden von wem anders übernommen. So, das müsste ich gerade noch in Worte fassen. Deswegen ist keiner von denen richtig tot.本当に問題ないのか。目は覚めたよ。それに取り込まれたけど、ただでは戻ってこない。この辺りの霧の発生源が分かったわ。今から教える。え?何か書くものはあるかな?大丈夫だ。この姿のいいところは肉体や物質に縛られないところだ。今からあなたに Solche Fähigkeiten will ich auch haben. Ich glaube, ich muss in Geisterform unterwegs sein. Neu aufgedeckte Torii. Dank Rinko kannst du jetzt zusätzlich Torii sehen. Reinige diese Torii, um den Nebel in ihrer Umgebung zu beseitigen und neue Gebiete zum Erkunden freizuschalten. neu aufgedeckte Torii. Hier oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, nur hier im nördlichen Bereich. Aber hier werden auch noch welche kommen. Ach du Scheibenkleister. Ist jetzt die Frage. Geistersichtkette. Das sieht nicht so aus, als wäre der frei zugänglich. Deswegen nehme ich den hier als erstes. Und ich muss halt hier hin. Geh zur Säule des Lichts. Dadurch wird dann der freigeschaltet und mit dem wird dann die Säule freigeschaltet. Könnte jetzt nicht einfach irgendeine kleine Sidequest kommen oder sowas? Das wäre schön. Oh, warte mal. Keine richtige Sidequest, aber ich kann was abgeben. Bei unserer einen kleinen Freundin hier. Das heißt hier, da hinten. Ja, super. Da komme ich ja nicht einfach rüber. Oh. Wieder die Steam-Oberfläche geöffnet.
Das ist okay. Perfekt. Also. Ach, egal. Egal. Wie zur Statue haben wir? Hallo. Die Brille auf. Wie cool. So, 1480. Damit. Okay, Emote wird nicht freigeschaltet. Also haben wir 4. Emote, Musik, okay. Na gut, dann kümmern wir uns mal um den. So, ein bisschen prokrastiniert sozusagen. Und hier sollte ich aber wenigstens rüber. Ja. Er erzählt, glaube ich, von der Tür, ne? Ja. Ah, die Kollegen sind da. Reicht das? Nee, reicht nicht. So, wenigstens die schnell erledigen. Aua! Okay, cool. Wow, Alter! Suicide Bomber oder was? Sekunde. Ich will mal kurz ein Foto machen. Das Spiel will mir echt gerade sagen, hey, das war gerade nicht das Spiel. Mein Handy, als ich das fotografiert habe, es hat ja eine KI drinne für Fotos. Und die erkennt halt so, ne, was sie gerade fotografieren will. So entweder halt ein Selfie, ne, dass halt ein Gesicht da oder ein Mensch da ist. Erkennt einen Text, Essen erkennt es. Wenn ich auf einem Konzert bin, erkennt es auch Bühnenperformance. Und genau das hat er gerade in dem Bild in dieser Karte erkannt. Es ist eine Bühnenperformance. Ich vermute mal, weil das hier aussieht wie Rauch und auf Konzerten ja auch gerne mal Rauch verwendet wird und halt so, ne, vom Licht her, ja, aber da sieht man mal so KI. Wenn KI ein bisschen dumm ist, kann sie ganz schön lustig sein. Okay. So, eine Betäubung, ne? Ja, okay. Reinigen wir mal das Tori. もう少しだな。気を引き締めろ。相手は何をしてくるかわからないぞ。Eine Wasserkette. Ja, dachte ich mir, dass das allzu viel ist, glaube ich, nicht freigeschaltet worden, ne? Hier eine kleine Ecke. Der Bereich war schon so halbwegs. Hauptsächlich halt die Straße und das Stück Wald hier. Nur mehr ist da nicht freigeschaltet worden. Wie gesagt, hier die Ecke, aber das ist so, ja.
Ja, gut. Die Ecke, die Straße. Okay, ja. Das ist ein Progress, den nehme ich gerne hin. Damit kann ich. Das ist cool. Okay, warte mal. Wasserkette, dachte ich mir. Wasserkraft. So, mehr Angriffskraft. Kann nicht schaden. So, das heißt, ich markiere mir mal den Punkt dort. Ja, mehr Geister sind ja zugänglich jetzt. Stimmt, die hier drin sind ja auch jetzt zugänglich. Lehrbuch Magienzauberei, eine weitere seiner Thesen befasst sich mit dem Konzept der sogenannten ansteckenden Magie. Dies bezieht sich auf das Phänomen, dass sich magische Gegenstände, sofern sie vorher einmal in Kontakt standen oder Teile eines Ganzen waren, auch dann noch gegenseitig beeinflussen können, wenn sie voneinander getrennt sind. Nehmen wir zum Beispiel eine Haarsträhne. So. Geld. Geld ist schön, ne? Da im Treppenhaus ist noch einer. Ach, komm. Können über Dächer fliegen und so weiter, aber nö, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich fahre schon mit dem Fahrstuhl. Ich würde ganz gerne da nach oben gehen. Nee, hatte nur zufällig diese Umrandung gehabt. Okay. Das wollte ich gerade sagen. Achso, scheinbar die Hunde zeigen uns Sachen, während die Katzen uns Hinweise geben können. Wo ist das Futter? Ja, das ist so typisch Katze jetzt gerade. Also richtig Klischee-Katze. Nee, typisch Katze. Oh Gott, okay. Daneben. Nee! Ich weiß, hier ist noch ein Tori. Ah. Ich hätte mich auch verteidigen können. Alter! Geht doch. Toll, ich konnte mich nicht von hinten anschleichen, ne? Arschloch. Aber hier ist immer noch nicht mehr geworden. Ob es eine Tanuki ist. Wenigstens weiß ich noch, dass es da ist.
Nee, hier ist sonst nichts weiter. Ist hier etwas? Eine Gebetsbox. Wäre schon nicht schlecht, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn ich das hier frei mache, könnte sich auch hier hinten der frei, könnte auch der da unten halt frei werden, dann könnte ich zu dem Tanuki. Rein theoretisch. Lol. So, kurz ausknuspern. Neu aufheben können wir ja sowieso. Von daher ist das okay. Ich habe nur Tengus, ne? Okay, dann folgen wir mal dieser Straße. Hallo Katze. Hast du uns irgendwas zu sagen? Nee, die will nur Futter haben. Okay, gut, hat sich erledigt. War ja die Klischeekatze. Da ist das nächste Torii. Okay, die einen Schild dort. Ah, leck mich. Alter, ist das dein Ernst? Genau in dem Moment bleibst du stehen, wo ich schießen will? Nee, nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir. Und fort mit euch. Torii reinigen. Ah, das sind mehrere. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Wie viel? 7. Oh, ne. Oh. Da auch nicht. Da auch nicht, okay. Gehen wir gleich in den Wald. Erstmal will ich... Beziehungsweise in den Park, das ist ja kein... Sag mal! Mach mich nicht fertig, Junge. Der Park. Ich finde blöd, dass es so selten Feuer Äther gibt. Also rote Ätherkristalle. Na gut. Sowieso muss man hier durch, wenn man... Alter, es ist laut hier. Klopapier. Vielleicht brauchen wir ja wieder welches. Oh, nice. Da will man schon fast nicht mehr das Geld annehmen. Richtiger Gang hier, sag mal. Musst du ausgerechnet in meine Richtung kommen? Ja, so ist... Perfekt.
Perfekt, perfekt. Oh, oh, ja! Die nächste! Irgendwer hat mich gesehen. Na toll, auch noch der. Oh. Ach, so geht's auch. Mal hier. Das ist zwar ein Relikt, aber... Naoe Kanetsugus Kabuto. Dieser Helm wurde von Naoe Kanetsugu getragen, einem berühmten japanischen Samurai. Dieser Helm wurde von Naoe getragen, einem berühmten... aus der Zeit der streitenden Reiche. 1467 bis 1591, nicht aus der Edo-Zeit. Bin enttäuscht. Das auffälligste Merkmal ist das Kanji für Liebe, das auf dem Helm prangt. Es ist nicht vollständig bekannt, warum dieses Zeichen eine militärische Ausrüstung ziert, doch es existieren viele Theorien. Eine der Theorien besagt, dass Naoe den Helm von einem Kriegsgott empfing, dessen Name das Zeichen für Liebe enthält. Hierfür kämen Atago Gongen oder die buddhistische Gottheit. Das ist falsch, im Buddhismus gibt es keine Götter. Ragaraya in Frage, die in Japan als Aizen Myo bekannt ist. Der Ursprung dieser Theorie lässt sich auf Naoes Meister Uesugi Kenshin zurückführen. Ein leidenschaftlicher Anhänger des Kriegsgott Vaisravana, der in Japan Bishamonten genannt wird. Kenshin ging so weit, das erste chinesische Zeichen von Bishamontes Namen auf eine Flagge zu schreiben, um den Gott anzurufen. Eine weitere Theorie besagt, dass Naoe das Zeichen auf seinem Helm anbringen ließ, um seine Liebe zum einfachen Volk nicht zu vergessen. Trotz der brutalen Ära voller blutrünstiger Kriegstreiber, in der er lebte. Das zweite finde ich ehrlich gesagt schöner. Okay, ich habe volle Leben. Ansehen. Schön geschriebenes EMA-Täfelchen. Gute Besserung. Hoffentlich verläuft Hideyasus OP am 8. Oktober gut. 16. August 21. Jo, ich drück ihm die Daumen. I guess. Alter, hier ist einfach nur laut, ne? Eieieiei. Okay. Du zuerst. Und du bist der Nächste. Runter geht's in den Nebel hinein. Das wollen wir ja aber nicht. Ach, hallo. Bleibst du stehen? Danke. Oh. Cool. Das war einfach. Hier ist noch eine Opferbox. Ey, du Opferbox. Oh, hallo. Dann gehen wir erstmal runter und reinigen wir die unteren Toriis. Toriis. Ja, ihr wisst, was ich meine. Weiter nur 7.
Okay, ist nichts. Nichts weiter frei geworden. Neue Viecher dürften jetzt nicht gespawnt sein, rein theoretisch. Perfekt. Ja, und jetzt du noch. So. Dann hätte ich auf der Karte nachschauen sollen. Oi, Akito. Das Licht schwindet? Was? Scheiße. Was haben wir denn hier? Schreinladen. Muss doch schon mal, kannst du unter anderem Pfeile und Nahrung kaufen, ne? Und da ist ein Opferkasten. Na hier. Feuerkette. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meiner aktuellen Konstellation. Ist denn hier viel frei geworden? Der Weg nach Norden, ja. Ja, hier die eine Ecke so ein bisschen. Das da, aber da kommen wir eh nicht hin. Und hier die Straße. Würde ich sagen, gehen wir zu der Straße als... Hallo? Ja, natürlich. Gehen wir als erstes... Ich möchte eine Jitsu-Statue, wonach ich suche. Nehmen wir Jitsu-Statue. Wie geht's? Wo hat uns eine gezeigt? Natürlich dorthin, wo wir sowieso noch lang wollen. Naja, gut. Nochmal kann ich das nicht verwenden, ne? Nein. Oh. Leider kein Fressen dabei. Jo. Er hat aber Angst. Woran denkst du gerade? Ich bin so kaputt. Jetzt geht es mir aber besser. Finde ich schön. Wie ich es gemacht habe. Wahrscheinlich einfach nur, weil wir da waren. Oh. Der einzige? Ne, da hinten noch. Ah, das war nur ein Motorrad. Aber hier ist noch einer. Den sehe ich von hier. So. Ja, Schreinladen. Stimmt, da war was. Da wollte ich nachschauen, ob der irgendwas Interessantes hat. Ah, und ein Okimushi. Ja, machen wir mal. Was bekommen wir? Der Tod ist fern. Fürchte die Krankheit nicht.
Für kurze Zeit werden deine LP nicht unter einen kritischen Wert sinken, außer durch Nebelstein. Ich bin quasi unsterblich. Geil. Seltene Ware, seltene Ware. Schwächungstalisman. Feuer, aber nehme ich trotzdem. Talisman, Errungenschaft freigeschaltet. Wahrscheinlich, dass ich alle Talismane habe. Schwächungstalismane erleichtern das Freilegen der Kerne von Besuchern in der Nähe. Okay. Sekunde. Ich wollte ja... Da so. Hallo? Hier so hin. Ja, Schnuffelchen. Okay, hier ist nichts großartig. Deine Aufzeichnung. Gucken wir mal in den Nebengassen nach. Eieiei. Oh, ein weiteres Torii. Ach, das ist das, okay. Den kennen wir ja schon. Den haben wir ja zumindest schon mal gesehen. Ist hier was drin? Was zu essen. Können wir aber nicht mitnehmen. Hier ist Geld. So, wie sieht's hier aus? Nebel. Oh. Feuer. Nice. 新人深いな. こういう時だからね. Jetzt kurz nochmal nach oben auf die Dächer schauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Zumindest einer ist da. Hier ist auch noch einer. Da ist eine Katze. Aber die liegt im Nebel. Nice. Ja, nee, das schaffe ich nicht. Wenn ich schon nicht im Sprung aktiviere, sondern einfach nur runterplumpse, dann ist klar, dass es nicht funktioniert. Okay, hier geht's lang, ne? Hikari war in diesem Ort zusammengekommen. Oh, hallo. Erika ist nicht hier. Stimmt, Erika hat eine Katze. Erika ist im Wald. Was denn jetzt? Im Wald oder nicht im Wald? Hier zur Statue. Erika hat gesagt, ich kann nicht mitkommen. Ah. Ich kenne noch so jemanden, die alle möglichen Katzen am liebsten mitnehmen will. Oh, hier ist dann das Licht gewesen, ne? Ja, kurz Geistersicht.
魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。確かにぶったたかれたよ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。Sperrgebiet von Kirigaoka. Hey, Hauptmission. Ein. Die Sanierungsarbeiten in diesem Bereich wurden nie abgeschlossen, sodass er heute brach liegt und von Unkraut überwuchert ist. Die Zahl der leeren Grundstücke und Häuser in der Stadt ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, was zu einem bedenklichen Rückgang der Bevölkerungsdichte geführt hat. Kann aber so einer riesigen Stadt wie Tokio gar nicht mal so sehr schaden. Beeindruckende Torii säumen die Straße zu diesem Schrein. Die Fuchsstatuen am Eingang stellen die Diener der hier residierenden Gottheit dar. Die nicht absorbieren, oder sind das quasi tote Geister? Also quasi Geister ohne Energie. Weil ich habe ja die Theorie aufgestellt, dass Hanya die Geister sammelt, um halt Energie irgendwie zu bündeln. Betritt den Wegrandschrein. Geh weiter. Ich liebe solche. Ich liebe solche Anweisungen in Spielen. Geh weiter. Also wie eine Kampfarena. Oh, Hanya, hallo. Und seine Vasallen. Zwei nur noch. Kartenori, 救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら根性の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらっている。何だと。私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか。ケケ、どういうことだ。こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。
Der Wissenschaftler aus den Aufzeichnungen. Erika. Keke. Dosta. Dare nanda are? Sumanai. Kanchigai sasete shimatte ita you da. Suma to musume wa rikai shite kurete iru. Ato wa tamashi wo yobimodosu dake da. Das Ed noch am Leben. Musume wa hontou ni yakudatte kureta. Kono kekkai mo彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか。肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。時は満ちつつある。 君たちの相手はこの子にしてもらおう。Ach, hey, Jemine. Na toll. Alles klar, mach ich. Alleingang, wenn Akito von KK getrennt ist, sind alle Aktionen bla bla bla, kennen wir ja schon, ne? Okay, hier liegen Pfeile rum. こいつは尻尾が力の源だ。俺が手助けする。ヒル君だ。分かった。気づかれないように背後に回ってみる。エリカ、あなたの気持ちも分かる。だけど、私にはその決断はできない。私は戦いたかった。お父さん、お母さん、リンコさん、 みんな私を守ろうとしてくれる。私はいつも守られるだけ長い間そのことに疑問を抱かなかった。でももう違った。Da ist das Vieh. Es kommt hierher. Okay, perfekt. So. Herr mit dem Schwanz. また拾ってきたの？仕方ない。もうこの子が最後よ。名前考えなきゃね。私もただ飼われていただけ。猫と変わらない。それは本当に生きていると言えるの？言えない。 言えるわけがない。私は、ただの飼い猫。Na, nochmal? <笑>守られるだけの生き方は、私の存在を。 耐え難いほど軽くする。誰もそれを理解してくれない。守られる。守られている。私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。ちょっとlangsam。私は生きていない。生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う。違うのよ。私だって生きていたい。
Oh! Na du? Scheiße. Das ist scheiße. Scheiße, ich dachte, ich kann klettern. Okay, gut. Warum so schnell? Warte mal, irgendwie festsetzen. Kunde, leicht. Komm, ja! Keine Ahnung, wie ich das jetzt geschafft habe, aber ich hab's geschafft. Komm, das ist der Körper, die Seele ist bestimmt irgendwo und kann ich wieder da reinfahren. Ich hab schon wieder so Prinzessin Mononoke-Vibes. Da gab's ja auch so ein riesiges Vieh. Oh. Aber ich muss nicht gegen das große Ding kämpfen, oder? Die lebt immer noch. Schön, dass ich die gleich frage. Verhältnis, Errungenschaft freigeschaltet. 500 EP. Ja. Verzerrung, Kapitel 4.
Oh. Das ist der Fernsehturm. Komm ich da hin? Das wäre cool. Ich will da hin! なんだかわからんが、クソったれなものがそびえ立ってるのはわかるぜ。おい、ビビってる場合じゃねえぞ。ああ、行こう。Schön, dass ihn einfach so abgewürgt hat. アキト、電話の音が聞こえないか。Achso. Ich glaube, der Teil hier ist neu. Hier. Aber hier ist. Zumindest von den Items und von den Yokai ist nichts dabei. Also gut, dann halt wirklich den Rand hier absuchen. Ist halt so eine Randerscheinung, ne? Und ja, Datenbank, Erika, Hanyas Tochter, sie wandte sich von ihrem Vater ab, als er den Sinn für die Realität verlor und schloss sich lieber Keiki und Rinko an, für die sie zunehmend zu einer Art Schwester wurde. Am Ende ließ sie ihr Leben als Opfer in einer Zeremonie, die von Hanya durchgeführt wurde. Ihr lebloser Körper dient seither als Gefäß für Koomote. Koomote, ja. Biotara. Ein monströser Besucher, der entstand, als eine Ansammlung von Tiergeistern Koomotes Körper transformierten. Und ich kann Zeug ausgeben. Tempo für den Kernangriff wäre schon, glaube ich, sinnvoll. So. Kraft auch umak zukai yo. Ein neues Kifuda. Was ist ein fucking Kifuda? So viele Missionen, Nebenmissionen. Okay, wie gesagt, hier am Ostrand entlang. Und da klingelt's. Ja, aber wie lang weiter? Ach, schade. Kann sein, dass damit die Musik gemeint war?
Wo kann man denn, wo konnte man denn nochmal die Musik abspielen? Aufzeichnung, Relikte? Ich glaube, das ist damit gemeint, ne? Oh, warte mal. Mist. Okay, es ging nicht so einfach. Habe ich dich. Ich bin wieder mit allem voll. Cool. Ich bin voll, Junge. Ja, ich weiß, was du zu sagen hast. Oh oh. Ah, fuck. Ich wusste, dass ich Schaden nehmen werde. Aua. Mann, ey. Wenn schon zwei da sind, dann. Wenn schon zwei da sind, die man angreifen kann, dann wäre es sinnvoll, wenn der auch wirklich beide dann den Kern entzieht. Statue. Wasser. Wasser ist gut. Komm. Dass ich mich gerade frage, ob ich diese dreischwänzige Katze, die ich da bekämpft habe, ob ich die auch hätte mit Pfeilen besiegen können. Aber ich glaube, ich hatte die. Ich glaube, Ziel war es halt, die Kerne zu entziehen. Da war es schon sinnvoll, so wie ich da rangegangen bin. Die ist halt mit der Zeit immer schneller geworden, das war das Problem. Also halt besonders beim dritten Mal. Geld. Komm ich da irgendwie hoch? Ohne große Umwege. Oh, hier ist ein Tori. Hallo? So, hier wollte ich aber eigentlich hin. Sind da Gegner? Ja.
mag es, wenn ich die von hinten erwische. Spart man sich ein bisschen Kampf. So. Ja, mit euch. Retten wir euch mal vor dem bösen Hanya, ne? Da ist Nebel, da ist Nebel, da ist Nebel. Na komm schon jetzt aber. So. Da sind welche. Wo bin ich hier? Immer kurz shoppen, ne? Mir außergewöhnlich hier, ja. Pfeile, ja, nur zwei Stück, das geht ja noch. So. Toll, Arschloch. Oh, okay. So. Ich könnte den hier jetzt reinigen. Mach ich jetzt aber noch nicht, weil ich muss da noch nicht hin. Yes, genau so sieht's aus. Da sagst du was Wahres. Können wir was essen? Wie er das in sich reinschlingt, ne? Warum? Warum? Warum kann ich das nicht aufheben? Nicht jetzt blöd. Rot brauche ich, ne? Bin ich wieder voll ausgerüstet. Da ist noch einer. Wo ist ein Torii? Den braucht man. Den da, der ist schon fertig. Naja, Sidequests. Gibt es ja, glaube ich, zwei, ne? Eins, zwei. Jupp.
Jep. Helm. Da war noch einer. Was war da gerade mit Heldensache? Ich habe nicht ganz aufgepasst. Ja, da auf dem Dach. Das ist mir aber gerade egal. Ihr kennt ja meine Methode. Erstmal auf dem Boden, dann auf dem Dach. Oh. Yes. Oh, und. Aufzeichnung von Ed, in der er über die Gabe des Äthers spricht. エーテルを吸収することによって、まれびとに有効な力を発揮することができる。なぜ君のような人間がいるのか、どうしてエーテルを吸収することができるのか、はまだまだ研究中だ。しかし君のような人間がいることで、僕らはやつに対抗できる。悪意を持った適合者にね。さて、本題だが君にもらった血液サンプルの結果を伝えておく。 AST と ALT、 それにガンマGTPに異常な数値が見られた。酒とタバコはやめた方がいいな。それ以外に大きな発見はなし。不健康である以外は普通の人間と変わらないね、適合者も。 Herrlich, ey. Ich bin ein richtiger Fan von Ed, muss ich sagen. Erstmal. Na? Das ist Uri. Hier möchte ich nochmal kurz. Oh, hier war ich schon, ne? Ja. Das hier. Oh. Kann ich das nicht mitnehmen? Ich sollte auch mal die Minimap benutzen, ne? Vergesst das immer dauerhaft. Da war der, den ich gesucht habe. Da ist ein weiteres Torii? What the fuck? Oh, hallo. Du bist noch da, ne? Aua! Ist markiert worden. Eieiei, okay, ich da, wenn ich da auf die stoße, kann immer mehr. Und hier ist eine Opferbox. Ey, du Opferbox. Hm. Ah, ich glaube, so langsam hat es sich doch gelohnt, dass ich Upala. Hat sich doch gelohnt, dass ich das schnellere Absorbieren genommen habe. Ich glaube, ich freue mich drauf, wenn ich die letzte Stufe habe. Tja, man kann auch mal seine Meinung ändern, ne? Obwohl, nein, man kann seine Meinung nicht ändern. Das ist vollkommen unmöglich. Habe ich durch meine Ex gelernt.
Man bleibt, wie man ist. Das ändert sich nie. Leck mich doch am Arsch, Alter. Hallo. Warte mal, hier oben ist ja der Hügel. Könnte es vielleicht sein, dass hier sich die Tanukis treffen? Irgendwie fände ich es ja putzig, so auf einmal alle Tanukis auf einmal zu sehen. Scheiße. Das Kind im Regenmantel. Und darauf kann ich jetzt gar nicht. Ah, so geht's auch. Insgesamt. Ah. Hat sich ja jetzt nicht so wirklich gelohnt, ne? Gut, nach oben muss ich ja noch nicht unbedingt. Max, okay, passt. So, ich glaube, hier unten ist nichts mehr weiter. Was bekomme ich eigentlich? So rein hypothetisch, ich würde da hingehen. Eine Geistersichtkette. Wasserkette. Okay. Schützenkette. Wind. Oh, das wäre nice. Reichtumskette. Inkognito-Kette? Hm. Der klingt auch schnieke. Okay, ich glaube, den Bereich habe ich hier durch. Ich suche mal eine Möglichkeit, aufs Dach zu kommen. Ah, vielleicht geht das auch so. Halt. So. Toll gemacht. Toll gemacht, du bist echt. Nein, halt dich einfach nicht fest. Das ist okay, es ist okay. Tango ist auf der anderen Seite. Da oben ist der. Furchtbar finde ich ja, dass dieser Kleine im Regenmantel. Ja. Zum Geier. Ich dachte schon. Ich komme da nicht mehr raus. So, ich brauche einen Weg nach oben. Hier vielleicht. Jo, jetzt funktioniert's. Nice. Von hier aus komme ich nicht weiter.
nämlich hier die Dächer in dem Bereich nochmal absuchen. Ach komm, das ist doch... Muss es doch eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Ich hoffe, ich komme rüber. Nein, natürlich nicht. Voll ab. Ach Mann, ey, warum schießt der Typ? Na, zum Glück kann ich hier hochlaufen. Das sind zwei! Oh Gott! Im Ernst? Das war klar. Ich weiß jetzt nicht, ob es so schlau ist, oben rumzulaufen und die zu sammeln. Weil ich kurz davor stehe. 8 Stück kann ich noch. Okay. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht reicht es! So viel dazu. Boah. Gott, ey. Ich weiß gerade gar nicht mal, wieso ich runtergefallen bin. Ich glaube, da komme ich hoch. Er ist schon wieder nicht gesprungen, ne? Obwohl ich die Leertaste gedrückt habe. Kann ich noch absorbieren. Ich glaube, hier ist sowieso keiner mehr. Nö. Die Telefonzelle direkt unter mir. So. Liefern wir mal die ab. Nachschub. Ja, natürlich abliefern. Welchen denn? Lass uns mal eine Errungenschaft freigeschaltet. Retter. 50%. So. Genau 50. Also, ja doch, tatsächlich. 3 mehr als 50%. Wie geil. 10 Punkte reichen aber nicht aus. Und damit ich mir irgendwas freischalten kann. Okay, gut. Dann... Hier bin ich ja soweit durch. Wobei ich da nochmal oben gehen will. Da gibt es zum Beispiel noch einen.
Nein, der ist im Nebel. Ich musste gerade echt abdrehen. Da hoch komme ich nicht. Komisch, dass das nicht richtig auf der Karte angezeigt wird, ne? Ich ist eine des Sidequest. Eine Katze? Ups, du hast wohl eine Katze gefunden. Mit ein wenig Fantasie erinnert ihre Gestalt an Tsuchinoko. Hier findest du jedenfalls kein echtes Tsuchinoko. Okay. Jedes Mal, wenn ich einen Frosch höre, muss ich dran denken, ob das vielleicht ein Kappa sein könnte. Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, wenn ich hier jetzt drüber kletter. Da ist eine Statue. Ich glaube, ja doch, ich sollte, glaube ich. Nee. Nicht im Nahkampf. Nicht den Dicken im Nahkampf, ey. Na, so geht's auch. Blau, also Wasser. Das ist cool. Ich glaube, bisher bin ich noch nicht so weit gekommen, dass ich... mein Äther komplett ausgegangen ist, oder? Oben ist gar keiner. Ja. Ah, hier will ich dann wahrscheinlich eine Voodoo-Puppe so dingsen können, ne? Läutern. Hier, reinigen. War doch immer. Ist aber gut zu wissen, dass hier eine ist. Will wohl jemand irgendwen verfluchen? Ja. Hier noch. Sowas wie euch habe ich gesucht. Sieht ziemlich ängstlich aus. Naja, was willst du denn erwarten, wenn man tot ist? Und keine Ahnung, hat das... Alter. Ah, das ist eine Quest.
Dann mache ich es mir mal ein bisschen einfacher. Gut, das heißt, erkunden ist jetzt somit komplett durch. Gibt es die beiden Sidequests, die ich machen kann? Bin ich hier? Komme ich hier durch? Ach, hier ist sogar noch ein Weg. Der Weg nach Vatania City. Die Struppe habe ich jetzt schon gesehen. その藁人形が残っているせいで、あいつも成仏できないんだ。それに藁人形を払わないと、この辺り全部汚れちまう。じゃあ、その藁人形を探すしかないね。 Da hinten. Oh Gott, warte mal. Hä? Fuck. Alter! Diese verkackten Drecks. Aua! Komm! Ja, perfekt. Oh oh. Schnell konsumieren! Hallo? Mann! Du heilst hier nicht mehr. Alter! Todesbreakdance oder was? Nee, gib es nicht. Komm. Ah. Okay. Aua. So, können wir noch mal reden? Sonst was? So, egal. Naja. Selbst schuld, wenn man so eine Scheiße durchführt. Hi! Asano hatte eine Frau, die ich nicht erinnere. Asano? Ich erinnere mich nicht, aber das ist die Frau. Für dich ist es so, aber für dich ist es anders. Sie hat dich an Asano verletzt. Diese Wut und Wut wird bald zum Fluch werden. だからって呪い殺すことないだろう。
俺は死んだんだぞ。そんなことで。そうだ、その感情が呪いを生み悪霊を生むんだ。呪いは連鎖する。お前は彼女を恨むな。なあ、彼女は呪いの呪縛から解放されたのか。うん、心配ないよ。それならよかったよ。ありがとう。So, warte mal, Datenbank, was haben wir denn? Achso. Ushinokokumairi ist ein uraltes japanisches Fluchritual, das während der Ushinokoku durchgeführt wird. Den Stunden des Ochsen zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Diese Tageszeit gilt als eine Art Geisterstunde, in der die Verbindung zur Geisterwelt am stärksten ist. Den meisten Berichten zufolge müssen im Zuge des Rituals besonders lange Gosu-Nägel in eine Strohpuppe der zu verfluchenden Person geschlagen werden. Manche glauben, der Fluch könne verstärkt werden, wenn die Haare des Opfers als Teil des Rituals in die Strohpuppe geflochten werden. Mhm. Okay. Ah, Kamaitachi. Und es gibt ein Magatama. Perfekt. Nummer 3. Können nicht wieder irgendwas freischalten. Okay. Da lang. Dachte, ich hätte das gehört. Hui! Hallo. Oh. Ein bisschen Geld sammeln. Hallo. Sore Kamaitachi no chiwaza da na. Tashika te ga kama ni natteru Itachi no yōkai da yo ne. Kaze no you ni subayaku ugoku n dakke? そうだ。だからカマイたちは捕まえるのが難しい。ガキの頃よく捕まえに行ったもんだ。いつも見失っちまうんだけどな。無理だって気づいてよ。その時に、あれ、なんか胸が熱くなってきてるんだけど。だが力を使えばあいつの居場所を探れる。今なら見失わないはずだ。Ein Sichtloh also.Fange das Kamaitachi. Itazo, Kamaitachi da. Aiz wa kocchi wo kinishite inai. Ugoki ga tomaru made zenryoku de oikakeru da. Alter! Nein! Ugoki ga tomatta zo. Absorbieren.So. Danke. Sag mal einfach wir. So, Datenbank. Kamaitachi. Alter, die sehen ja wirklich böse aus. Yokai, deren japanischer Name sich als Sichelwiesel übersetzen lässt. Und sie sehen auch tatsächlich aus wie Wiesel, die Sicheln an ihren Armen haben.Kamaitachi wurden häufig in kalten Regionen gesichtet, deshalb repräsentieren ja aber auch die Jahreszeit Winter, wenn er in Haiku verwendet wird. Haiku ist, glaube ich, eine Lesung von Kanji, wenn ich mich nicht ganz irre. Der Legende nach reiten Kamaitachi auf Windböen heran und schlagen mit ihren Sicheln nach Menschen. Auch wenn die Opfer anfangs keinen Schmerz verspüren und kein Blut aus ihren Wunden fließt, erliegen sie schlussendlich den später einsetzenden Blutungen.Weil viele dieser Verletzungen an der unteren Körperhälfte auftreten, wird angenommen, dass Kamaitachi dicht über dem Boden fliegen. Eine andere Legende besagt, dass stets drei Kamaitachi zusammenarbeiten. Eins stößt Menschen zu Boden, das zweite schlägt mit der Sichel zu, das dritte versorgt die Wunde, was erklärt, warum zunächst keine Verletzungen sichtbar sind.
Ist es sinnvoll, länger gleiten zu können? Bisher gab es keinen Moment, wo das nötig war. Die 3 Sekunden, ja. Die waren schon was wert. Aber 2 Sekunden ist jetzt so... muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Na komm hier. Mehr Nahrungsmittel kann nicht schaden. Oh, apropos. Das kann ich ja jetzt erhöhen. Hab ja noch Punkte übrig. Ein ganz gewiefter Junge bin ich heute. So. Gibt es denn hier jetzt im bereits erforscht, wie sieht eigentlich das Kamaitachi aus? Ah, so ein Kreis mit einem Wiesel. Eieieiei, gleich 2 Stück sehe ich hier. Jagd auf Yokai. 3 sind hier sogar. 1, 2, 3. Yo. Die habe ich gesehen. Na? 2, 3. Okay, perfekt. Ja, dann kümmern wir uns mal darum, ne? So, können wir mit dem Typen nochmal quatschen? Ja, da ist er. Kein Ding, habe ich gern getan. Pfeile bräuchte ich. Das heißt, bei der nächsten Gelegenheit gehe ich einkaufen. Oha, Würfel. So, wo sind die Feinde? Ah, 3 Würfel gibt es. Scheiße. Ach, komm schon. Toll. Total unbeeindruckt davon. Was das? Ja, das war's. Knapp 300. 300. 300. Okay. Da lang geht's weiter. So. Oh. Hallo. Danke. Busch war hojuu dekita na. Ist überall, wo ich jetzt irgendwelche Tüten sehe oder so, kann ich das erstmal mitnehmen, ja. Mein Kopf, Leute, mein Kopf. Tut manchmal weh. Oh, die hatte ich aber nicht. What the fuck?
war ja der Dingens. Oh Gott! Oh! Hab hier ist der Tanuki. Ich komm nicht ran, das nervt mich so extremst. Komm, leck mich. Ein Stück. Das heißt, ich komme an drei Magatamas ran, ne? Hehe. Alleine? Nein. So. Ich stehe kurz vom Level ab. Kurzzeitig habe ich gerade an Jingle Bells gedacht. Hier ist ein paar. Ach, weißt du was? Fuck it. Aua. Stufenaufstieg. Kann ich mir was leisten? Nein, kann ich nicht. Aber... Schnell. Schnell von hinten. Ja. Oh. Ah, daneben. Aua! Scheiß Ernst. Hallo. Du musst da irgendwie hochkommen. Ja, wenn du nicht springst, Junge, kannst du auch nicht hochkommen. Schon stehen geblieben? Nein. Sehr schön. Aber du gehörst jetzt mir. Nimm mal deinen Magat. Dauerleihgabe. Ja, geil. Wo war der nächste? Hier war der nächste. Schnuffel. Leck mich. Sind hier... Ja, normalerweise waren diese... Nanu?
Hat ich den übersehen? Da ist auch noch einer. Kann sein, dass hier Nebel, dass hier mal Nebel war? Und ich deswegen die nicht gesammelt habe? Feinde. So, ich müsste jetzt auf jeden Fall... Wirklich, die hier sind auch nicht offen. Ja, ja, ich war hier nicht. Ich war nicht in dieser Straße. Dahinter war Nebel. Eine Katze? Ja. Oh, da drüben liegt ein Wiesel oder sowas ähnliches durch die Luft. Es splitt schnell. Wusch. Da ist es. Hat doch so was nach links geflogen. Ja, da. Du hast jetzt mir. So, wo hatte ich den gesehen? Hier. Was ist das? Das müsste... Die eine Baustelle. Wo der ein oder andere Besucher noch am rumgeistern ist. Eieieiei, das wird interessant. Wir sind am Krankenhaus. Ich wollte gerade fragen, schneit es hier? Und ja, es schneit. Wegen des Viehs? Fuck, daneben. Ich bin da vollkommen unbeeindruckt davon. Oh oh. Au! Was war das denn? Shiromuko. Ein Besucher, die aus dem tiefen Neid und die aus tiefen Neid und Missgunst entsteht. Sie verfügen über große, aber verfluchte Macht.
Ihre Kleidung ähnelt altertümlich japanischen Hochzeitskleidern. Ob ich mich da hätte anschleichen können? Wunder, weshalb es geschneit hat. Heilige Scheiße, Alter. Kannst doch nicht so ein Riesenvieh auf mich loslassen. Obwohl, das geht dagegen eigentlich sogar noch, aber trotzdem, das ist schon ein bisschen übertrieben. Der Wind ist einfach an dem abgeprallt. Stopp. Ja, Feuer. Emote und Musik. Hol ich mir aber erst, wenn ich weiß, dass ich nichts mehr zu holen habe. Wenn ich quasi Geld sparen kann. Warte mal, hast du vielleicht einen Tanuki gesehen? Nö, hat er nicht. Das war jetzt Mobbing. Itazo, Kamaitachi da. Aizu wa kochi wo kini shite inai. Ugoki ga tomaru made zenryok de oikakeru da. Wo lang will er? Vielleicht haben sie einmal durch die ganze Baustelle. Ich bin froh, dass hier gerade keine Viecher sind. Bam. So, was können wir denn hier freischalten? Ja, komm, machen wir die Dauer von Einklang, erhöhen wir die. Ah, ja. Kaio. Gut, damit hätten wir die erledigt. Hauptmission. Überprüfe die Telefonzelle. Wie weit entfernt? 681 Minuten, das geht ja eigentlich noch. Geh ich halt hier rüber. Halt! Geld ist wichtig. Was halt Großen haben besonders welche von den Roten? Neun brauche ich noch. Also zwei. Neun kann ich. So rum. Na, kommt uns ein Zug entgegen? Also dem Mond-Wander-Zirkus-Zug-Dingens. Nice. Oha, jetzt kommen die alle auf uns zu. Was
つけ。大したことない。いい感じだ。So, noch einer, der hier. Ich bin auch noch da. Ja, komm, du hast die Kräfte halt nur wegen KK. Es ist durchaus legitim, dass er sagt, hey, spürt ihr meine Kraft. Ah, hallo. Kann ich nicht? Na doch, kann ich. Kollege, hier, das mache ich so nicht mit, ne? Ist schon klar. Digga! Ich nehme den besser so auseinander. Was das? Nice. Immerhin bedeutet das neue Geister für mich. Ich hab's auch noch einen. Da oben war ich, ne? Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich, was das für einer war. Also was das für eine Baustelle war, so. Eine Statue, aber die habe ich schon. Irgendwo eine Katze. Ah, vermutlich macht ihr mich darauf aufmerksam, dass oben ein Tanuki war. Die hatte ich schon. Ayo, müssen einmal über den Kanal. Ey. Aua! Alter! Ernst? So geht's auch. Ah. Wenn ich den auflade, brauche ich nur einen von drei. Das ist gut zu wissen. So, geh an dein Handy ran. Wer ist da? するな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら
手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ？ああ、ありがとう。Wenn ich spiele schon seit 30 Stunden das Spiel. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Ja, okay. Naja. Weitere neu aufgedeckte Torii. Dein Bakeneko Kifuda hat Torii aufgedeckt, die bisher versteckt waren. Finde und reinige diese neuen Torii, um neue Gebiete zum Erkunden freizuschalten. Ja, ich weiß. Es gibt neue. Ich sehe, Aibo. Was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf neue Toris! Ja! Das Ding ist, wenn ich an diese Nebenquest kommen will, muss ich mich wahrscheinlich hier runterarbeiten. Hier ist auch noch eins. Oh, das erreiche ich halt nicht, ne? Keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Ob, wenn ich den hier mache, dass dann hier das frei wird. Und hier ist eine Nebenquest. Ach du Scheiße, Alter. Ich will erstmal in den Opferkasten ran. Ach, ja, hier versammeln sich die ganzen Tanukis. Oh, hallo. Omae ga itte tasukatta yo. Nani ga? Omae mitai ni sunao na yatsu wa nakama no naka ni wa inakatta kara na. Itai koto wa nantonaku wakaru yo. Zur Statue. でもご利益あったよ。True, true, true. Ah, super. Nebel. Ich würde sagen, wir Ich versuche erstmal diese Nebenmission zu holen. Ich vermute mal, dass ich dafür halt den Schrein brauche. Es ist, macht mich fertig. Der ganze Mist hat unmöglich ein ungestörtes Nickerchen zu machen. Oh, tut mir leid. Da oben.
Warte. Na, hallo? Foto machen natürlich. Das ist frei geworden. Hier der Teil. Also quasi das ganze Stück hier. Und weißt du? Ich meine, okay. Hier ist eine Tore, ihr habt nicht diese Nebenmission freigemacht. Aber anstatt, dass dieser Schrein hier frei wird, damit ich an die Mission komme, nein! Der hier wird frei. Was ist das? Dieses Spiel zwingt einen quasi dazu, alle zu machen. Weißt du nicht, dass ich das freiwillig hätte gemacht hätte? Nein, ich wird dazu gezwungen. Hier ist ein Opferkasten. Natürlich am Rande des Nebels. Okay, gut, dass der mir nicht angezeigt wurde. Tanuki 2, dann weiß ich, wo ich die hier beide finde. Was? Amino Habakiri, Nachbildung. Ein legendäres Schwert, das Susanoo laut der japanischen Mythologie benutzt haben soll, um Yamato no Orochi zu erschlagen. Sein zweiter Name, Totsuka no Tsurugi, ist im Japanischen kein Eigenname wie der populäre Begriff Amino Habakiri. Sondern ein Titel, der beschreibt, dass die Klinge 10 Fäuste in der Länge misst. Aha. Geistersichtkette. Was bringt die mir? Du kannst Geister im Umkreis von 100 Meter wahrnehmen. Ja. Wenn ich dann so meine Endphase habe, dass ich wirklich den ganzen Rest erkunden will, dann ja. Gesagt, hier unten. Ne, hier quasi. Warte mal, nochmal will ich mir das anschauen. Nein! Das Tanuki ist noch weiterhin hier. Aber trotzdem hat sich der Nebel ein bisschen gelichtet. Bis hier ungefähr war das so. So, bis zu dem. Dann ging der hier so relativ stark rein. Also quasi das, also hier der bewohnte Bereich bis quasi zu der Telefonzelle runter hierhin und einmal so. Ja, okay, das geht noch einigermaßen. Ich markiere mir trotzdem die Telefonzelle, weil ich gucken will, ob das Tanuki da ist. Da lang. Leck mich. Komm mal. Bum.
Warte mal noch mal. Ja, bin ich gerade blöd? Nee, das war da. Alter. Hier ist das Tarnung. Endlich. Stand nur ganz friedlich als Instant-Nudeln rum. Und dann haben die Menschen mich gejagt. Es war so anstrengend. Wenn jetzt überall wieder ruhig ist, kann ich zum Boss zurück. Bis denn. Jo, kein Ding. Hier schon? Ja, hier. Warte, das Tanuki. Oh, Geld. Ah, okay. Das erklärt das Leuchten. Komm. Warum war da gerade so ein Herzklopfen? Pfeile besorgt. Du brauchst nichts. Ja. Kein Tengu da. Zumindest nicht nach laut Minimap. Ich würde aber trotzdem gerne mal nach oben gehen und schauen, ob ich hier irgendwas auch auf dem Dach finde. Ja, da ist die Sidequest. Die ich nicht annehmen kann, weil außerhalb meiner Reichweite. Oh, hallo. Nudelbox. Ja, die habe ich bereits. Danke. Ja, kletter bloß nicht aufs Dach, ganz ehrlich. Okay, nee.
Kann ich nicht diesen im Nebel. Aber der da oben, den kann ich nehmen. Ich muss nur einen Weg nach oben finden. Oh. Oh. Ich finde immer einen Weg nach oben. Das könnte der Tanuki sein. Wollen wir mal schauen. Ja, das ist der Tanuki. Und der befindet sich im Nebel. Arschloch. Ja, da sieht man den hat man ganz leicht den Schwanz gesehen. Das ist der Tanuki, der befindet sich im Nebel. Toll, ne? Oh, nice. Oh, hallo. Kore de owari kana? Vor allem schon. Ist noch ein Item. Blechgoldfisch. Könnten wir mal schauen, was da für eine Beschreibung ist. Blechgoldfisch. Wenn man damit im Bad spielt, solltest du vielleicht genau dort danach suchen. Das heißt, da könnte vielleicht ein Eingang zu einem Badehaus sein. Irgendwas anderes Wassertechnisches. Badehaus, sag ich doch. Blechgoldfisch, ein Spielzeuggoldfisch aus Blech, mit dem man im Wasser spielen kann. Geht nicht unter. Wegen Wasserverdrängung und so. Kinder lieben es, damit im Wasser zu planschen. Spielzeuggoldfische aus Keramik gab es seit dem Ende der Edo-Zeit. Bäm! Die Ursprünge sind wieder da. Aus der Edo-Zeit. Geiler Scheiß. Aber um 1911 herum begann man, sie aus Blech anzufertigen. Angeblich entstanden die ersten aus dem Versuch eines Unternehmens, Goldfisch-Babyrasseln aus Blech zu verkaufen. Als diese keine Abnehmer fanden, entfernten das Unternehmen den Griff und vermarkten sie als Badespielzeug. Ja, hat scheinbar funktioniert. Da ist Nebel, das lasse ich mal. Oh, hi. Digga, was geht ab? Einfach mal volles Röhr drauffeuern. Da oben sind noch zwei Items. Die würde ich mir dann auch nochmal zuerst besorgen, bevor ich... Na. Bock auf Gyros. Keine Ahnung, wie ich gerade drauf komme, aber ich hatte gerade Bock drauf. Jagd auf Tanuki. Da ist ein Tengu. So. Da ist Nebel, da gehe ich jetzt nicht lang. Oh, komm hier durch.
Diesen Nebel, die lasse ich mal in Ruhe. Was denn? Ne, da habe ich ja eine Goldkatze her. Was aufheben? Ach, hier. Cool. Teppichmuschel-Miso-Suppe. Halt, stopp, ich habe vergessen, ins Badehaus reinzugehen, ne? Ist da irgendwo da? Ja, setz halt keine Markierung, obwohl ich das. Ey, Gandalf, du bist heute nicht ganz auf der Höhe. So hungrig. Mein Herrchen ist verschwunden. Nächster Einkaufsladen ist der hier. Also. Es ist ein fucking Tanuki, Junge. Warte. Besorgen wir dir mal was zu fressen. Halt, stopp. Ich hätte gerne mal Hundefutter. Danke. So, und vor dem Badehaus war das Vieh, ne? Na, einmal Hundefutter. Jeder Hund freut sich drüber. War es bisher zumindest so. Ob der Tanuki sich drüber freut, ich weiß es nicht. Grüß einfach mal nach. Das ist echt. Ich kenne sich aus mit Hunden. Warte mal. War der nicht hier? Der befindet sich im Nebel. Bin ich gerade blöd? Er war doch hier. Wasch mich nicht. Okay, es ist zwar ein Badehaus, aber ich kann nicht rein. Na gut, dann halt nicht. Komm, ich habe einmal Futter für dich. Geht's dir besser? Mit Futter geht's immer einem immer besser.
Ach cool, muss ich nicht weit mit ihm laufen. Danke. 770, ja, geht noch. Geht. Ich will noch mal kurz auf Bild schauen. Und wie haben wir noch? 19 von 50. Das geht noch. Ja, dann die Straße runter und quasi den kompletten Bereich hier. Irgendwie so. Halt! Halt, halt, halt! So. Achso. Ich überlege gerade, es gab ja mal einen Hund, der hat mich zu gar nichts hingeführt. Ich glaube, der hat mich zu einem Tanuki, in Wirklichkeit zu einem Tanuki hingeführt. Das ist so ein Kind schon wieder. Ich lasse das Kind einfach mal, naja, Besucher sein. Spannend ist nicht, Kollege. Oder war da was Spannendes zu sehen? Kommt daher das Wort spannend? Weil man etwas spannend findet? Hallo. So 240.000 in der Zahl. Du bleibst auch stehen, ne? Jo, finde ich gut. Wir sind ein Ninja. Laber keinen Scheiß. Geil. Oh, ich liebe dieses Spiel. Und mich nervt so ein bisschen, dass die Tengu so laut sind. Man, die sind nützlich. Das ist, steht vollkommen außer Frage, aber sind halt trotzdem laut. Kiborikuma. Ein aus Holz geschnitzter Braunbär mit einem Lachs im Maul. Dann lach! Dann lacht er nicht mehr. Im frühen 20. Jahrhundert waren Kiborikuma ein beliebtes Souvenir im Norden Japans. Ihre Existenz verdanken sie dem Tokugawa-Clan, der einst über Japan herrschte. Yoshichika Tokugawa, das 19. Oberhaupt des Owari-Zweigs der Familie, sah geschnitzte Bären auf einer Reise durch die Schweiz. Er brachte einige davon mit nach Japan, wo sie schnell an Beliebtheit gewann. 20. Jahrhundert? Nee, im 20. Jahrhundert nicht. Aber die waren in der Schweiz? Echt? Ich frag mich, wann das war. Ich weiß nicht, zu der Zeit ist das irgendwie so. Ach, wie süß. Oh, den hatten wir schon. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es zu der Zeit nicht gerade einfach war, so solche lange. Vor allem, das war halt wirklich, ne, nicht einfach mal so einmal kurz um die Ecke. Das ist ja einmal um die komplette Welt. Warte mal, war ich hier nicht? Einmal wieder zurückgelaufen. Einmal im Kreis.
Du hast gesehen. Geld. Ich bleib mal hier auf der Strecke. Hier war ich aber schon. Ja, aber nicht. Essen. Her damit! Oh, wie viel habe ich? 26,50. Ich kann noch ein bisschen sammeln. Bevor ich dazu quasi gezwungen werde, die abzuladen. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass ich mich noch nicht irgendwo festgebackt habe. Boah, ich will es nicht beschreien. Was passiert mir das noch wirklich? Ich will jetzt nicht sagen, hey, ich kenne mein Glück, aber das ist halt, ne? Ist das einzige hier? Ja. Niemand kommt mich besuchen. Oh. Da spannt er einfach so über den Baum. Ah, da kommen noch welche. Süden davon will ich mich nochmal umschauen. Hier ist noch einer. Ach, das Kind. Nee. Kind im Nebel kannst du knicken. Halt, stopp, was haben wir hier? Ah, Modell eines Axolotls. Ein Modell eines Axolotls, einst sehr beliebt in Japan. Der Axolotl ist in Japan unter der Bezeichnung Wupaloopa bekannt. Besonders rosafarbene Axolotl haben 1985, nachdem ein Werbespot für Instant Yakisoba sie berühmt machte, eine große Anhängerschaft gefunden. Leider ist die Population stark rückläufig. Deshalb wurde durch das Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten, frei lebenden Tieren und Pflanzen CITES die internationale Verkauf und Handel verboten. Echt? Die meisten in Gefangenschaft lebenden Exemplare in Japan stammen daher aus der Zucht. Ah. Frei lebenden Tieren. Ja, okay. Nee. Ich war gerade verwundert, so, hä? Ich kenne Leute, die Axolotl besitzen, so, hä? Aber ja, Tiere aus der Zucht, okay, das ist dann wieder was anderes. Ist ja auch generell immer so, dass es besser Tiere aus der Zucht zu kaufen als von weiß was ich wo. Ja, vor allem wenn man halt den Züchter vielleicht auch kennt oder so und dann. Ja, irgendwann kaufe ich mir einen Skorpion. Das schwöre ich euch, Leute. Der wird dann halt auch vom Züchter sein. Weil so frei gefangene Skorpione ist halt die Art und Weise, wie sie gefangen werden, ist, ja, kann sich darüber streiten, ob die davon was merken oder nicht, aber das Ding ist, man kann
Bei Skorpionen kann man nicht von unartgerechter Haltung sprechen, weil die sowieso, zumindest der Skorpion, den ich mehr rausgeschaut habe, also ein Exemplar. Ist ja gar nichts. Ist halt ein Exemplar, das sowieso die meiste Zeit nur in einer Ecke hockt, weil passiver Jäger und so, der wartet, bis halt die Beute an ihm vorbeikommt. Das Schöne ist, drei. Komm, leck mich, ey. So, du wirst wenigstens damit gekillt. Hallo. Und dementsprechend dadurch, dass sie halt sowieso nicht viel frei rumlaufen, ist halt sowas wie von wegen, ja, die brauchen viel Auslauf, viel Platz im Terrarium und so, ist halt, natürlich, ab und zu tigern die schon durch die Gegend und so, aber ist halt einfacher als zu sagen, okay, dadurch, dass die halt irgendwie ständig Bewegung brauchen, muss man halt dafür sorgen, dass die halt die Möglichkeit dazu haben. Alter, wie fies. Dein Ernst? Ach, das war's. Hallo! Aber ja, es gibt halt Tiere. Sagen wir mal als Beispiel ein Gecko oder sowas. Da sollte man halt nicht. Die laufen halt viel rum, die brauchen den Platz und den sollte man halt dann auch bieten, entsprechend. Wieso war ich hier noch gar nicht? Aua. Sehr schön. Ah, hier ist das Item. Minivan-Modell. Ein maßstabgetreues Modell eines Minivan. Das vor allem als Kinderspielzeug verkauft wird. Was wollen denn Leute hier von mir? Es ist mit einer Feder ausgestattet, die die Stoßdämpfer eines echten Autos imitiert. Wenn man von oben auf das Modell drückt. Minivans sind aufgrund ihrer geräumigen Innenraums beliebte Familienautos. Sie sind perfekt für Reisen, Camping oder einen entspannten Familienausflug. In Japan wurden sie um 1990 populär, insbesondere Modelle mit Schiebetüren.
Sie machten den Zugang zum Inneren einfacher, sodass man selbst in engen Parklücken sperrige Gepäcke problemlos ein- und ausladen konnte. In der Tat, das stimmt sogar. So, die Statue habe ich jetzt auch geholt. Habe ich mich hier schon umgeschaut? Ich vermute mal ja. Da oben ist ein Torii. Klar. Yep. Ja, ich war auf der anderen Seite. Also hier, da unten war ich. Da war ich auch, da gab es den einen Kampf. Oh. Maika, das Würstchen. Darf natürlich in keinem Stream fehlen, der Spruch. Mich sieht hier keiner. Mich sieht hier keiner. So, wen haben wir denn da noch? Ein Ding. Komm. Uiuiuiui, okay. Nee! Scheiße. Das war falsch. Aber dich hole ich mir mal kurz. Wow. Okay. Sehr schön. Und ein weiteres Torii, das ich erstmal nicht brauchen werde. Aber da ist auch noch ein Oni. Frage ist, bin ich nicht hier drin? Eine Opferbox. Oh, nice. Ja, auf der anderen Seite. Komm. Ist doch jetzt echt. Das ist doch. Verarsche ist das. Ja. Oni no Ibasho sagashite kureru? Klar, aber kann ich auch eher mein lecker Kibidango. Hab ich? Nee, schade. Wo ist der nächste Einkaufsladen? Ach du Scheiße, da hinten. Kollege, ich hoffe, du gehst dann nicht ins Nebel hinein. Fände ich ein bisschen doof. Wahrscheinlich jetzt einmal hier unten rum, oder? Ja, hi! Oder so. Ich habe ein bisschen gehofft, dass... wenn ich irgendwie was von oben machen kann. Oh, warte mal. Geschickt ein Halstuch gesehen, okay.
Dann besorge ich mir mal kurz ein Kibidango. Das normale Hundefutter nicht ausreicht, ne? In mein Auge für das ganze Essen verloren. Durch die Zeit, in der ich quasi ja, das Essen nicht aufnehmen konnte, weil zu viel und so. Wie viel? 4 Stück. Und einmal Kibidango. Danke. So, dann markieren wir wieder den Oni. Ich hab alles. Jawohl, ich auch. Einen, ich sag mal, Nachteil in Anführungsstrichen. Dadurch, dass ich jetzt wieder die ganze Nahrung aufsammeln kann, benutze ich halt keine mehr. Ich hab ja was für dich. Schmecker, Schmecker, folgt mir. Ich zeig euch, wo der Uni ist. Kann ich dem so folgen? Warte. Frage mich, ob ich... Nein, der ist im Nebel. Ja, gut. Dann... Ich müsste den dafür... Das kann ich noch nicht machen. Ich muss erstmal... Ich will erstmal die Dächer... beiräumen. Das zum Beispiel. Einer da ist, einer da. Ja, 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 okay. Hier aufs Dach. Die anderen aus den Augen verloren und wollte unauffällig sein. Was ist unauffälliger als ein ganz normales Ladenschild? Blöd nur, dass es hier nicht wirklich einen Laden gibt. Hä? Ihr wusstet das? Ach Mist. Neuen Talisman erhalten. Nee, das ist ein Cat. Ach du Scheiße, da auch noch da. Oh Gott.
Ne, der ist im Nebel. Den kann ich nicht holen. Okay, der ist wieder da unten. Und ich hoffe, obwohl er da unten ist, dass ich... Obwohl der da unten ist, meine Nase pfeift beim Atmen. Ich hasse sowas. Das ist nervig. Ich hoffe, dass ich dadurch den nicht ne Alter! Halt dich da doch fest! Wo ist denn das Problem? Oh, Gott sei Dank, ey. Nein! Du bist so dumm, Junge. Dieses automatische, ich springe rüber. Oh, Gott, ey. Das braucht keiner. Keiner braucht das. Okay. Das reicht aus. Hä? Der da oben. Der ist mir egal. Hey, ist gerade nicht mal gesprungen, ne, dieser Junge. Jetzt komme ich nirgendwo anders hin. Ah, okay. Okay, okay, okay. Was ist denn das? Langsam geht mir der Junge auf den Sack. Kletter hoch. Mann, 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 Mann. Ah, ich glaube, ich mache nicht bis 22 Uhr, sondern bis 21 Uhr. Ich bin echt, ich werde extrem salty gerade. Das will ich eigentlich nicht. Reicht das? Fuck, es war knapp. Alter, ich, also das muss ich sagen, das verstehe ich nicht so. Und dann fliegt dagegen, ich drück sogar die rechte Maustaste, der reagiert nicht. Das heißt, mir kommt das so vor, als würde man nur eine einzige Taste drücken können. Okay, an den komme ich nicht, an den komme ich nicht. Vermutlich komme ich dahin, oder was heißt vermutlich, wenn das freigeschaltet ist, beziehungsweise wenn da der Nebel weg ist, ja genau da, wo ich gerade hingeschossen habe, komme ich über den Tengu dann wahrscheinlich auf das Dach, in dem Dach dann darüber und dann darüber. Okay. Der da oben. Ne? Und da oben. Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit, wie ich da hinkomme. Gibt es doch auch was von Ratio Farm. Ey. Ist halt einfach nicht gesprungen, ne? Oh, schön, dass das aus dem Flug geht. Okay, das kann ich auch vergessen. Sag ich mal.
Okay, schön am Nebel vorbei. Da ist Geld und da ist ein Geist. Okay, wie komme ich denn an den ran am besten? Hier ist nichts dergleichen. Theoretisch, wenn ich hier lang fliege, kann ich mir das Geld holen. Das ist ein Nebel. Da versuche ich es nicht. Okay. Hoka ni mo iru. Sagasanakya. Hier ist oben sonst keiner mehr. Müsste auch in diese Richtung. Beziehungsweise da oben ist Geld. Oh, relativ viel Geld. Komm schon. Ist schon wieder nicht gesprungen, dieser Junge. Schon wieder nicht. Mann! Das ist so schwierig, da. Hey. Ja. Gut. Oh, na, das ist ein Millimeter. Da bin ich platt. Da springe ich jetzt nicht hoch. Ungefähr so stellt er sich gerade an. Jetzt die große Frage. Komme ich an den ran? Ja! Seid nicht übermütig. Nein, wie doch nicht. Okay. Die beiden. Das reicht, das reicht, das reicht. Das hat gereicht. Ich bin so gut einfach. Oh, ich bin einfach der Beste. Okay, jetzt die große Frage. Mache ich den oder den? Ich mache den. Ich will die Sidequest haben. Und den Tanuki hier. Eins, zwei. Einfach hier nach. Eins, zwei. Okay, gut. Hatte ich nicht drei Items? Nee. Gut, dann erstmal der kürzer ist. Hat er auf dem Spielplatz. Da ist Geld. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Das wäre auch nicht ich, wenn ich mir das Geld wenn ich mir das Geld dann gehen lassen würde. Hallo. Maut, Musik, Musik. Was ist eigentlich das? Ah.
Und warte mal, wen gab's noch? Den da hinten. Was wollte ich denn? M wollte ich. 10 Fertigkeitspunkte, das heißt bei einem Level up. Okay. Ich frage mich, ob das die einzigen Katzen sind, die man noch findet. Was ich jetzt aber gerne mal nachzählen würde, warte mal. Na, Kamerafilter, bla bla, bla bla bla, hier. Okay, keine neue Magatama. Was brauche ich denn? 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 19, 11, 12, 16, 17, 18. Das heißt, irgendwo ist noch einer versteckt. Über eine Sidequest bekomme ich noch. Oder ich kann noch einen kaufen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 18, ja. Wie gesagt, vielleicht kann ich mir das noch irgendwo kaufen oder es gibt noch durch irgendeine Sidequest. Okay, cool. Cool, cool, cool. Dann weiß ich ja, was zu tun ist über die Zeit. Ich bin jetzt... Hier ist ein Würfel. Ist noch markiert, ne? 48. Das stimmt, das wollte ich nachschauen. Untergrund von Shibuya, alle. Eindämmungswürfel habe ich die Hälfte. Und Hiyakiyako habe ich etwas mehr als ein Drittel. Habe ich die restlichen im Untergrund rausgeholt? Hä? Ah, stimmt, die eine Quest. Ja, ich erinnere mich. Die eine Quest bezüglich der U-Bahn, die ins in unbekannten einen Bahnhof geführt hat, der nicht existiert. Hallo, Hundi. Dreh dich um.
Oh, ich muss so schnell weitergehen. Diese wimmernden Hunde, ne? Das tut mir im Herzen weh. Oh. Wo bist du denn her? Oh, und damit hätten wir den durchgespielt, ja. Shirt Riot Division Artwork. So. Inventar. Oberteil. Bleib bei der Farbe. Ja, komm, so eine. Obwohl, scheiß drauf. Okay. Ah, müssen wir zu der nie wieder hin. Was heißt nie wieder? Die hat ja noch ein paar Sachen zu verkaufen, aber. Okay. Eigentlich im Endeffekt müssten wir sämtliche Tore machen, bevor wir hier weitermachen. Einfach damit wir hier sämtliche Magatamas sammeln. Prozent, 82 Prozent, 99,08 Prozent. Mir fehlt quasi nur noch ein einziger. 90 Prozent. Habe ich irgendwo 100? Würde ich gerne mal wissen. Neunzig, 74. 97. 30 nur. Was? Ja, okay. Den gibt's noch. Wahrscheinlich dadurch komme ich noch an einige ran. Oh! Den habe ich auf 100%! Nice! Nice! Cool. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. 53. Okay, da gibt's noch gar keine Info. Oh Gott. Ich glaube, morgen lasse ich den Ghostwire Tokyo Stream aus. Nein. Die 2 Stunden gönne ich mir noch dann. Ich lasse da nichts ausfallen. Aber von. Ich guck mal, von Freitag auf Samstag, also das komplette Wochenende mache ich mal als Erkundungstour dann. So wirklich jeden Schrein abgehen. Das Zeug sammeln, also die Relikte sammeln, die Yokais absorbieren, oder Tagamata, Kurwa, wie heißen die? Magatama. Tagamata. Und entsprechend halt, Sidequests und so weiter. Dass wir dann vielleicht die ganzen Katzen dann, die ganzen Nikomatas dann auch fertig haben.
Vielleicht dann sogar auch die ganze Musik und die Emotes gekauft haben. Steht auf jeden Fall ein bisschen an. Und dass wir dann am Ende quasi einfach uns zu 100% auf die Dingens konzentrieren können. Auf die Hauptstory. Das Einzige, was ich machen würde, ich würde nachschauen. Den muss ich ja sowieso machen, ne? Die Mainquest kriege ich ja nicht ohne den. Nachschauen, wie viele Akte es gibt, beziehungsweise ich schaue nach, ab welchem Zeitpunkt man quasi nicht mehr weiterkommt. Bis zu welchem Zeitpunkt man quasi die 100% machen kann, ohne dass die Story dann... Wenn die Story durch ist, bezweifle ich es, dass wir noch weiterhin das Spiel spielen können. Also hier, ne? Halt, weiter erkunden und so. Ab welchem Zeitpunkt? Oder ob es halt, ob generell halt gesagt wird, hey, wenn du jetzt diese Quest, wenn du durch diese Tür schreitest, kannst du nicht mehr zurück. Das ist das letzte Mal, dass du die Chance hast, quasi Tokio Shibuya zu erkunden. Gut. Wie gesagt, an dem Punkt, ja. So mache ich das übrigens auch mit sehr, sehr vielen anderen Spielen. Ja, mit Greedfall habe ich das so gemacht, als ich das privat gezockt habe. Erfahrungspunkte. Knapp 2 Level. Aha. Mal gucken, ob es einen Unterschied im Kampf gibt mit mehr Angriffstempo. Wie gesagt, für heute beende ich das erstmal, damit ich... Ja, vielleicht kriege ich es morgen hin, zumindest den einen zu machen. Je nachdem, wie viel freigeschaltet wird. Beziehungsweise ich würde dann halt generell Divi erstmal dann auch noch fragen, wann er dann morgen anfangen will mit Borderlands. Und ja, wie gesagt, dann wird es ein Ghostwire Tokyo Wochenende geben. Mal gucken. Wahrscheinlich werde ich das dann sogar so machen, dass ich dann am Freitag mir einen großen Topf mache mit Essen. Vorzugsweise so, dass das fürs komplette Wochenende reicht. Und dann werde ich von diesem Topf essen. Dass ich dann quasi im Endeffekt komplett durchstreamen könnte. Mache ich mir ständig Tee zwischendurch. Ja. Kleine Pläne, aber okay, gut. Bevor ich jetzt zu sehr abschweife, würde ich mal sagen, beenden wir das Spiel für heute. Speichern. So, Level 42, sehr schön. Okay, zum Hauptmenü und dann ja, auf YouTube. Danke, schön, dass ihr zugeschaut habt. Danke dafür und ja, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video. Das wieder das gleiche Spiel sein wird. Okay. Ciao, Leute.